Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es wieder um die Frage Nassholzdrechsel oder trockenes Holzdrechsel. Im letzten Video ging es ja dann schon kurz ums Nassholzdrechseln. Da habe ich hier aus so einem nassen Rohling hier eine relativ dünne Schale gedrechselt. Und im heutigen Video geht es dann um die Schale hier aus trockenem Buchenholz. Ja, ich würde mal sagen, hier ist auch schon Loch drin, also dass ich direkt aufspannen kann. Und dann legen wir gleich los. So, jetzt ist der Klotz ja mal aufgespannt. Und dann kommen wir schon zum ersten großen Unterschied zwischen hier so einem trockenen Holz und einem nassen Holz. Wenn man trockenes Holz drechselt, da gibt es arg viel Staub, also da braucht man eigentlich eine Absaugung. Und wenn nasses Holz drechselt, muss man alles, was nicht nass werden soll, abhängen, weil, so wie sich das dreht, da spritzt es immer ganz schön hart raus. Ja, aber jetzt drechseln wir mal mit dem da los. Und das Holz ist natürlich auch viel härter, was man beim Schrubben, gerade wenn es noch kein so schön zugesägter Rohling ist, ja, ist das auch ein gewaltiger Unterschied. Ja, und gerade so ein Buchenholz ist ja ein trockenes eh sehr hart. Also Buche ist ja kein Weichholz, sondern ein hartes Hartholz. Und gerade wenn es dann hier noch so eine Ascht hat und so, dann geht es relativ schwer. Und ich habe mir auch einen dünneren Kittel angezogen, weil ich so ins Schwitzen gekommen bin. Ja, und hier der Ast, da ist mir jetzt schon das erste Stück entgegengeflogen und deswegen klopfe ich jetzt einfach den Rest auch noch raus. Hier mal die Außenform fertig, muss ich bloß noch schleifen und noch ölen. Und das Ganze hat jetzt ungefähr doppelt so lange gedauert wie hier bei der Nassholzschale. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass hier so ein Mordshascht ist. Wenn es ein gleichmäßiges Holz wäre, würde es auch um einiges schneller gehen, das ist mir schon auch klar. Aber ja, jetzt soll ich es noch kurz schleifen und ölen und dann können wir auch schon die Innenform machen. Ja, und jetzt habe ich es mal bis Körnung 380 oder so geschliffen. Hier hat es noch einen kleinen Streifen, aber wenn dann mal ein Öl drauf ist, dürfte man den eigentlich nicht mehr so arg sehen. Und ja, so ansonsten sieht es schon cool aus. Thank you.
hier den argen Ast hat, kann ich jetzt natürlich schlecht die Wandung so dick machen, beziehungsweise ich könnte es schon, aber dann hätte ich hier ein Loch. Und das sieht ja auch ein bisschen blöd aus. Und deswegen lasse ich die Wandung so dick, dass es hier eben möglichst kein Loch gibt. Und jetzt tun wir das Ganze wieder einölen. Fertig ist das gute Stück. Hier hat es auch eine echt schöne Maserung. Ja, so ist das halt mit Ästen. Die machen einem zwar das Drechslerleben schwer, aber manchmal sehen sie da halt doch ganz hübsch aus. So, jetzt habe ich hier mal die zwei Schalen. Die eine nass und dünn gedrechselt, die andere trocken und dick. Und welche gefällt euch besser? Also ich tendiere ja doch auch eher zu der geschliffenen, geölten, trockenen. Aber die hier ist ja auch noch nass und ungeschliffen und ungeölt. Ja, und ich lasse die jetzt mal trocknen und dann werde ich sehen, wie arg die sich verzieht. Und wenn sie sich nicht so arg verzieht, kann man sie ja auch nochmal aufspannen und dann schleifen und dann auch ölen. Dann wird sie natürlich auch gleich nochmal ein gutes Stück schöner. Und ja, zeitlich, also die da drüben, die trockene, die hat jetzt eine Stunde gedauert. War halt auch relativ lang, dadurch, dass die halt den argen Ast hatte. Ein gleichmäßiges Holz hätte ich wahrscheinlich auch in einer Dreiviertelstunde gedrechselt gekriegt. Und da hätte man es natürlich auch dünner machen können. Und die hier, ja, die hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Und ist dafür aber auch ein gutes Stück größer. Und natürlich auch die Wandung viel schöner. Deswegen habe ich da auch deutlich mehr Material wegmachen müssen. Aber sind trotzdem beide nicht ganz hässlich. Also, dann muss halt jeder auch für sich selber entscheiden, ob er lieber Nassholz drechselt oder trocken, aber man kann ja beides machen und dann auch ab und zu mal einen Rohling drechseln und so weiter. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch noch interessiert, wie so die Unterschiede sind, ich habe ja auch viele Videos, wo ich was aus trockenem Holz drechsel und auch ein, zwei, wo ich was aus nassem Holz mache. Und gerade
Wir haben ja jetzt auch einen Polder mit ein paar schönen dicken Stämmen. Da kommen bestimmt auch noch ein paar Videos, wo ich irgendwas aus nassem Holz mache. Also, bis dann!